Hier ist. So, geschätzte Damen und Herren, wir warten nicht, bis die Uhr dort hinten 16:00 anzeigt. Wir beginnen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser kurzfristig angeräumten Point de Presse der Armee. Es geht uns darum, dass Sie in der aktuellen Diskussion jetzt wirklich die Informationen rund um die Finanzen aus erster Hand erhalten können. Deswegen stelle ich Ihnen vor, zu meiner Rechten Herr Korpskommandant Thomas Süssli, den Chef der Armee, und zu seiner Rechten den Chef Finanzen V, das ist Herr Gerhard Jakob. Herr Korpskommandant Süssli wird nun einige Ausführungen machen zu besagtem Thema. Danach stehen Ihnen beide Herren hier im Plenum für Fragen zur Verfügung. Anschließend für Interviews nur in Anführungs- und Schlusszeichen. Korpskommandant Thomas Süssli, Herr Jakob hat anschließend noch eine weitere Verpflichtung. Wenn wir dann zu den Fragen kommen, kann ich schon jetzt sagen, ich bitte Sie sehr, sich jeweils mit Namen und Medium kurz vorzustellen, bevor Sie da beginnen. Darf ich dir das Wort geben? Sehr geehrte Medienschaffende, sehr geehrte Damen und Herren, die Armee wird sich in den nächsten Jahren auf die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit fokussieren. Das beginnt bereits heute mit der Hochhaltung der Bereitschaft für mögliche Einsätze. Stärkung Verteidigungsfähigkeit fokussieren, das heißt, wir richten alle unsere Aktivitäten jeden Tag auf dieses Ziel aus. Und das betrifft selbstverständlich auch den Umgang mit den Finanzen. In den Medienberichterstattungen der letzten Tage wurden verschiedene Sachverhalte zu den Finanzen des Bundes mit dem Thema der Absage von Anlässen vermischt. Und es wird mir darum gehen, heute auch eine Auslegeordnung und damit auch Ordnung in diesen Bereichen zu schaffen und vor allem auch zu erklären. Die finanziellen Themen verteilen sich grundsätzlich auf drei Ebenen, die in einer Hierarchie stehen. Bei der ersten Ebene geht es um die Verschiebung der Erhöhung des Budgets, des Armeebudgets auf 1% vom Jahr 2030 auf das Jahr 2035. Das ist so die übergeordnete Ebene. Das zweite Thema, die zweite Ebene, ist dann die Liquidität, das Liquiditätsmanagement der Armee. Und das dritte Thema schließlich ist der jährliche Budgetprozess beim Funktionsaufwand der Armee. Das sind diese drei Stufen. Ich werde es jetzt durch diese drei Stufen durchführen und Ihnen zu jeder Stufe dann erklären, wo wir stehen und was aus Sicht der Armee der Sachverhalt ist. Ich beginne beim Verschieben der Erhöhung des Budgets der Armee von 2030 auf 2035 und das nichtlineare Verschieben, sondern eben in Form eines sogenannten, wir nennen das einen Hockeystick. Das heißt, der Anstieg wird bis und mit 27 flach sein und erst ab 28 bis 35 wird da der Hauptanstieg sein. Im Zuge des Ukraine-Krieges hat das Parlament den Bundesrat Mitte 2022 mit zwei Motionen beauftragt, das Budget der Armee bis 2030 auf 1% des BIP zu erhöhen. Der Bundesrat hat in der Folge im August 2022 beschlossen, die Finanzplanjahre 2022 bis 2024 auf der Grundlage der überwiesenen Motionen anwachsen zu lassen und ein Wachstum von jährlich knapp 8% geplant. Das Parlament hat im Dezember 2022 mit der Verabschiedung des Budgets für das Jahr 2023 die entsprechenden Finanzplanjahre zur Kenntnis genommen. Der Bundesrat hat dann im Januar 2023 angesichts des strukturellen Defizits entschieden, den Anstieg des Armeebudgets auf 1% BIP bis 2035 zu erstrecken, sowie das Ausgabenwachstum in den Jahren 2024 bis 2027 zu verlangsamen. Das gibt dann eben dieses Hockeystick-Profil und hat der Bundesversammlung einen entsprechend angepassten Voranschlag 2024, dann auch für den Finanzplan 2025 bis 2027 unterbreitet. Die Bundesversammlung ist mit dem Bundesbeschluss vom 21. Dezember letzten Jahres der Budgetvorlage des Bundesrates nach der Einigungskonferenz gefolgt. Mit diesem Entscheid von Bundesrat und Bundesversammlung fehlen im Vergleich zum Beschluss 22 insgesamt 11,7 Milliarden Franken. Dadurch verschiebt sich die Umsetzung des geplanten ersten Modernisierungsschrittes zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeit bis in die 40er Jahre hinein.
Über die Folgen der Entscheide des Bundesrates von Anfang 2023 für die Modernisierung der Armee wurde seit März 2023 in den sicherheitspolitischen Kommissionen und den entsprechenden Subkommissionen der Finanzkommissionen informiert. Ferner hat die Armee in ihrem öffentlichen Bericht die Verteidigungsfähigkeit stärken, das ist dieser Bericht hier, das ist vom August 2023, diese Konsequenzen bereits beschrieben. Sie finden dies auf Seite 49. Also die Armee hat vom März an transparent kommuniziert, was diese Verschiebung der Erhöhung des Verteidigungsbudgets für sie bedeutet. Ein weiterer Sachverhalt ist, dass in den nächsten Jahren zahlreiche Systeme der Bodentruppen ans Ende ihrer Nutzungsdauer gelangen. Auch das wurde in diesem Bericht beschrieben und es wurde auch schon im Bericht Zukunft der Bodentruppen aus dem Jahr 2019 detailliert dargelegt. Wenn nicht rechtzeitig Ersatzbeschaffungen für die Artillerie und Nutzungsverlängerungen für die Panzer 87 Leopard finanzierbar sind, werden, wir nennen das, Fähigkeitslücken entstehen. Das heißt Lücken in den Fähigkeiten der Armee, mangels der Systeme. Das will heißen, die Armee wird noch in den 20er Jahren über keine Artillerie mehr verfügen und zu Beginn der 2030er Jahre möglicherweise auch über keine einsatzbereiten Kampfpanzer mehr. In der Konsequenz würde die Armee das Heer mit seinen mechanisierten Truppen faktisch verlieren. Wenn Sie den Konflikten und Kriegen folgen, die wir im Moment auch in den Medien sehen, dann sehen Sie, dass alle diese Systeme, sowohl Artillerie als auch Kampfpanzer, noch immer einen hohen Stellenwert haben. Das ist das erste Thema, das übergeordnete Thema. Dann das zweite Thema ist die zeitliche Verfügbarkeit von liquiden Mitteln der Armee. Es ist die Norm, dass bewilligte Verpflichtungskredite, damit gemeint natürlich durch das Parlament bewilligte Verpflichtungskredite, aus Rüstungsprogrammen über mehrere Jahre gestaffelt abbezahlt werden. Wir haben auch heute noch Verpflichtungen, zum Beispiel aus Rüstungsprogramm 2013 offen. Dadurch wird die Flexibilität von liquiden Mitteln erhöht und Kreditreste am Ende des Jahres können damit vermieden werden. In der Folge konnten auch seit 2020 Kreditreste im Investitionsbereich der Armee komplett vermieden werden. Durch die Verpflichtungskredite für die Erneuerung der Mittel der Luftverteidigung sind die gesamten Verpflichtungen aktuell besonders hoch und sie belaufen sich, das ist Stand Ende 2022, auf insgesamt 11,4 Milliarden. Dazu kommen noch 2 Milliarden zusätzlich für Material, Erprobungen und Munition. Also die heute ausstehenden Verpflichtungen der Armee sind rund 13 Milliarden Franken, vor allem verursacht durch NKF und Botluf. Dafür das Jahr 2024, dieses Jahr kaum ein Anstieg der Finanzen der Armee stattfand, mussten Verpflichtungen im Umfang von rund 800 Millionen ins Jahr 2025 verschoben werden. Jetzt kommt eine wichtige Aussage. Für dieses Jahr, für das Jahr 2024, sind alle Zahlungen sichergestellt und geregelt. Für das Jahr 2025 werden dann im Liquiditätsmanagement wiederum Verhandlungen mit Lieferanten notwendig sein und Lösungen zur Aufsplittung der Zahlungen müssen gesucht werden. Dies kann im schlimmsten Fall zu verspäteten Lieferungen und Verzögerungen in Projekten führen. Dieser Prozess des jährlichen Voranschiebens und Verhandelns und Lösungssuchen, der wird sich noch bis mindestens ins Jahr 2028 wiederholen. Und erst dann werden wieder Investitionen in die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit möglich sein. Und jetzt komme ich zum dritten Thema und jetzt kommen wir zum eigentlichen Kern, nämlich es geht um den wiederkehrenden jährlichen Budgetprozess im Bereich des Funktionsaufwandes. Und dort innen ist auch die Absage der Veranstaltungen der Großanlässe zu verorten. Die wichtige Aussage zu Beginn, die Absage der Großanlässe Airspirit 24 und Defence 25 sowie weitere Anlässe, die geplant waren zur Durchführung, hat keinen direkten Zusammenhang mit der Erstreckung der Erhöhung des Verteidigungsbudgets oder mit dem Liquiditätsmanagement. Also das, worüber wir jetzt sprechen, ist komplett losgelöst. Ich werde Ihnen dann noch einige Auswirkungen und einige Abhängigkeiten aufzeigen. Vielleicht, was ist das, dieses Globalbudget Funktionsaufwand? Dieses dient der Sicherstellung der Aufgaben der Militärverwaltung. Und darunter fallen auch die Aufwände für die Kommunikation der Armee und eben diese Großanlässe. Und die Armee plant die Details dieser Budgetpositionen, also in der Verantwortung der Armee. Die Details werden nicht dem Parlament vorgelegt.
Bei absehbaren Mehrausgaben in dieser Position im Rahmen des Budgetprozesses ist es die Aufgabe des Chefs der Armee, die entsprechenden Priorisierungen und Kürzungen vorzunehmen, damit die Budgetvorgaben vom Bundesrat und Bundesversammlung eingehalten werden. Im Rahmen des ordentlichen Budgetprozesses ist es üblich, dass die Summe der Eingabe der Ämter, die Gruppe Verteidigung besteht aus 5 Bundesämtern, dass die Eingabe der Ämter, dass die Eingaben höher sind als das zur Verfügung stehende Budget. Das war auch letzten November so bei der Erstausgabe. Und deshalb hat die Armeeführung bereits letztes Jahr über Maßnahmen zur Kürzung entschieden. Darunter sind vor allem gefallen auch externe Verträge mit Dienstleistern, Beratungsverträge, aber auch bei den Spesen wurde gekürzt. Am 24. Januar dann lagen schließlich die bereinigten Budgetzahlen der Ämter vor, die in ihrer Gesamtheit aber immer noch höher waren als das zur Verfügung stehende Budget. Und jetzt ist hier zu sagen, seit Längerem steigen die Betriebsausgaben der Armee. Und das ist in allen Bereichen so. Sei es bei der Instandhaltung unserer Systeme, weil diese in die Jahre gekommen sind, wird der Unterhalt immer teurer. Ein weiterer Effekt ist die Teuerung, die wir überall spüren, auf allen Leistungen, auf allen Lieferungen. Und ein weiterer Effekt ist die stärkere Digitalisierung. Leistungen, die nehmen ihren Kosten zu. Übrigens ist ganz vergleichbar, wie wir es auch in der Wirtschaft beobachten können. Die Armeeführung ist bei der Bereinigung des Aufwands oder dieser Anträge dann der Strategie gefolgt. Und ich habe Ihnen eingangs gesagt, für die Armee steht im Vordergrund jetzt die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit. Wir haben also die Budgetkürzungen nicht einfach über das gesamte Budget prozentual gemacht, sondern die Armeeführung hat sich überlegt, wo setzen wir Schwergewichte bei der Bereitschaft der Armee für Einsätze, aber auch bei der Stärkung der Verteidigungsfähigkeit und haben Positionen gesucht, bei denen wir kürzen können. Und vor diesem Hintergrund haben wir dann eben entschieden, dass wir bei den Großanlässen einsparen möchten. Zu diesen Großanlässen und dann die genauen Gründe für die Absage dieser Anlässe. Und es geht namentlich auch um Air Spirit 24 und Défense 25. In der Vergangenheit waren jeweils 5 bis 8 Jahre zwischen den Großanlässen der Armee. Die Armeeführung hat daher im Jahr 2021, also noch vor dem Ukraine-Krieg, entschieden, innerhalb von 3 Jahren ausnahmsweise je einen Anlass für Cyber, das war letztes Jahr, das war Connected 23, die Luftwaffe, eben Air Spirit 24, um für die Bodentruppen Défense 25 durchzuführen. Das hat es so noch nie gegeben in der Vergangenheit. Wir sind uns der positiven Wirkung dieser Anlässe absolut bewusst und haben in der Armeeführung bei der Besprechung der Kürzung das ebenfalls besprochen. Wir haben auch den Umstand berücksichtigt, dass an solchen Anlässen typischerweise nur ein kleiner Teil der Bevölkerung erreicht werden kann. Bei Connected waren es etwa 80.000 Besucher. Und dabei kommen wahrscheinlich vor allem jene, die der Armee schon positiv gegenüberstehen. Bei der ordentlichen Planung und Priorisierung der Betriebsausgaben, die höher sind, eben als sie bewilligt wurden, haben wir dann zusätzliches Sparpotenzial identifiziert. Und habe Ihnen gesagt, das wichtigste Kriterium waren die Aufträgearmee, die Bereitschaft und die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit. Wir haben auch Kriterien wie Reputationsschaden berücksichtigt. Wir haben auch bereits getätigte Zahlungen, mögliche Ersatzforderungen, die auf uns zukommen und abgeschlossene Verträge mit berücksichtigt. Und sind dann trotzdem zum Entscheid gekommen, oder vielleicht auch erst recht, unserer Strategie zu folgen und auf diese Großanlässe zu vernichten. Und vielleicht muss man auch sagen, eine Strategie sagt nicht nur, was man tut, sondern auch, was man nicht mehr tut. Vor dem Hintergrund der ernsten sicherheitspolitischen Lage und fehlenden finanziellen Mittel für die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit hätten diese Anlässe zudem zu einer kommunikativen Diskrepanz bei Politik und Bevölkerung geführt. Es ist auch ein Zeichen, ein starkes Zeichen, dass die Armee die knappen Mittel für die Verteidigung einsetzen will und nicht für Anlässe. Zudem werden mit der Absage der beiden Großanlässe aber auch personelle Ressourcen frei, einerseits in der Verwaltung und andererseits auch bei der Truppe. Diese frei werdenden Mittel werden für die Bereitschaft und für andere Projekte zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeit dringend benötigt. Wenn ich zusammenfasse, dann kann ich noch einmal sagen, die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit, der erste Schritt, wie beschrieben, im Bericht der Armee vom letzten August wird sich um mehrere Jahre verzögern. Wir verlieren nach aktueller Planung das Heer mit seinen mechanisierten Mitteln.
Wir haben kein Finanzloch und können alle Rechnungen bezahlen, müssen jedoch im Rahmen des Liquiditätsmanagements Verpflichtungen in die Zukunft schieben. Und schließlich musste die Armeeführung im Rahmen der Strategie beim Funktionsaufwand Prioritäten setzen und hat Großanlässe abgesagt. Besten Dank. Damit würden die beiden Herren Ihnen nun für Fragen zur Verfügung stehen. Wem darf ich das Wort geben? Ja. Donc vous n'avez pas abordé, ou en tout cas je ne l'ai pas entendu. Ah pardon, Philippe Beuglin, Le Temps. Vous n'avez pas abordé, ou alors je ne l'ai pas entendu, le montant dépensé en trop. Est-ce que c'est bien ce 1,2 milliard qu'on a lu? Et depuis quand est-ce que vous faites des paiements au-dessus des budgets? Est-ce que c'est depuis l'année 2020? Die Zahl von 1,2 Milliarden ist keine Zahl, die bei uns irgendwo auftaucht. Wenn man die Verpflichtungen oder das Liquiditätsmanagement anschaut, wir haben dieses Jahr auf das nächste Jahr haben wir 800 Millionen transferiert. Wir werden dann vom nächsten aufs übernächste Jahr rund 400 Millionen noch haben zu transferieren und dann wieder im nächsten Jahr rund 200 Millionen. Warum nimmt dieser Betrag ab? Weil das Budget der Armee leicht ansteigt und somit verringert sich dieser Betrag. Die 1,2 Milliarden sind keine Zahl, die der Armee irgendwie bekannt ist. Vielleicht noch Zahlungen, warum wir mehr bezahlen. Wir haben keine Zahlungen, die wir über unsere Kredite hinaus machen. Die Basis für jede Verpflichtung ist immer ein Verpflichtungskredit, der vom Parlament bewilligt ist. Aufgrund dieses Verpflichtungskredites gehen wir Verträge ein mit Unternehmungen und dort sind Zahlungspläne hinterlegt. Jedes Jahr wird das Parlament dann den effektiven, die finanzwirksamen Mittel festlegen, immer für eine Periode, wie jetzt zum Beispiel 24 bis 27. Und das gibt uns die verfügbaren Mittel, eben für die Zahlung auszuführen. Wenn das nicht reicht, dann müssen, wie wir es jetzt gemacht haben, im Rahmen des Liquiditätsmanagements Zahlungen in die Zukunft geschoben werden. Donc pour bien comprendre, quand vous parlez de 800 millions, 400 millions, 200 millions transférés d'une année à l'autre, c'est transféré parce que le montant est au-delà du budget autorisé pour cette année-là. Das ist richtig. Das sind Verpflichtungen, die in der Vergangenheit berechtigt eingegangen sind, die jetzt aufgrund des zur Verfügung stehenden tatsächlich finanzwirksamen Budgets nicht beglichen werden können. Nächste Frage. Andi Müller, Schweizer Fernsehen. Herr Süssli, Sie haben ausgeführt, im Januar 2023 wurde dann eigentlich klar, dass das Ausgabenwachstum 24 bis 28 verlangsamt wird. Trotzdem hat man aber in dieser Zeit eine Armeebotschaft aufgelegt, die eigentlich höher war als ursprünglich geplant. Also man hat zusätzliche Mittel beantragt und die wurden dann auch bewilligt von der SiK und durchs Parlament. Hätte man nicht dort schon sehen müssen, dass eigentlich die Mittel fehlen, weil man zu diesem Zeitpunkt wusste, dass es möglicherweise keine Budgetaufstockung geben wird in Richtung 1% des BIPs? Das Zeichen, das der Bundesrat im Januar 2023 gesetzt hat, haben wir sehr wohl erkannt. Wir haben intern begonnen, genau diese Finanz- oder dieses Liquiditätsmanagement vorzubereiten. Auf das wir müssen uns aber bewusst sein, dass wir bis Ende 2022 immer noch auf dem Beschluss des Parlaments vom November 2022 basiert haben, mit einem gültigen Finanzbeschluss und einem Anstieg bis 1% 2030. Tatsächlich ist dann im Januar, als das bekannt wurde, haben wir begonnen dann mit dem Liquiditätsmanagement. Aber schließlich ist der Entscheid des Parlaments, das war auch getrieben in dieser Zeit, wenn wir uns erinnern, selbstverständlich durch den Ukraine-Krieg. Und dann ist wiederum, es ist erst Ende Jahr, dass dann das Parlament wieder eben den Voranschlag bewilligt. Und das ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht passiert. Bitte. Stefan Bühler, CH Media. Jetzt, wenn ich, was Sie gerade gesagt haben, versuche nachzuvollziehen. Also, Sie haben zwischen, was war das, September 22 und Januar 23 all diese Geschäfte beschlossen, die jetzt zu diesen Engpässen führen, in 2,5 Monaten. Was du? Geschätzte Damen und Herren, nein, das wäre nicht ganz so. Weil, wie der Chef der Armee ausgeführt hat, oder, geht die Arma Suisse nur dann Verpflichtungen ein mit der Industrie, wenn das Parlament einen Verpflichtungskredit bewilligt hat.
Es war aber natürlich klar, aufgrund des Ukraine-Krieges und aufgrund der geplanten Erhöhung des Budgets bis 2030 auf 1% BIP wurde natürlich die Planung auch höher angesetzt, als ursprünglich einmal geplant gewesen war. Und als man dann festgestellt hat, beziehungsweise als der Bundesrat im Frühling 2023 entschieden hat, dass aufgrund der Schuldenbremse das Ziel 1% BIP um 5 Jahre gestreckt werden muss, haben wir damit begonnen, die hohen Verpflichtungen besonders zu beachten und dann auch das Liquiditätsmanagement wieder an die Hand genommen. Das heißt, wir haben bereits im Frühling 2023 die Situation erkannt gehabt und bereits dann zu diesem Zeitpunkt mit der Industrie Lösungen gesucht, damit wir 2024 und fortfolgende Jahre auch ganz sauber und korrekt über die Runden kommen können und sämtliche finanziellen Verpflichtungen löschen können. Wie gesagt, 2024, das ist gelöst. Und für die Folgejahre, da wir ja gewisse Mittel auf die nächsten Jahre schieben, haben die Arbeiten bereits begonnen mit der ArmaSwiss zusammen, damit wir auch die Folgejahre 25, 26 und allenfalls 27 eigentlich ordentlich über die Bühne bringen. Meier, Radio SRF. Ja, Sie nennen das jetzt nicht fehlendes Geld, aber Liquiditätsengpässe. Die Ursache liegt ja darin, dass sich die Armee nicht an ihren Masterplan gehalten hat, wie sie eher 2030 finanzieren wollte, nämlich mit 0 Jahren bei der Rüstung. Weshalb wich man bereits ab dem Jahr 20, also weit vor dem Ukraine-Krieg, dann 21 von den Planungen ab, die man selbst gemacht hat, um eben in keine Liquiditätsklemme zu kommen? Kannst du mal aufmachen, bitte. Also einerseits ging es darum, dass man sicherstellen wollte, dass auch nach dem Rüstungsprogramm 2022 genügend Verpflichtungen eigentlich vorhanden wären. Falls es zu diesem Zeitpunkt, wusste man ja nicht, was passiert schlussendlich auch mit dem NKF und mit der Abstimmung. Das war mal eine Überlegung. Dann eine weitere Überlegung ist, man muss sich bewusst sein, oder? Es gibt teilweise auch industrielle Opportunitäten, wo man einsteigen muss dann, wenn ein bestimmtes Slot allenfalls vorhanden ist. Und der dritte Grund ist auch noch das, wir müssen ja mit, im Zusammenhang mit der Liquidität, mit den Verpflichtungskrediten, müssen wir in jedem Jahr mit einer Überlast starten. Wir sagen dem eine Überlast. Also die Überlast beträgt etwa so 200 bis 300 Millionen, wo wir mehr starten zu Beginn eines Jahres, weil, oder wir haben, der Chef der Armee hat ausgeführt, wir haben noch über 10 Milliarden offene Verpflichtungskredite, Schwergewicht Programmär 2030, und diese werden über die nächsten x Jahre, werden die ordentlich eigentlich abbezahlt. Und es geht natürlich darum, dass diese über 10 Milliarden, die betreffen etwa 4.500 Vorhaben, welche bewirtschaftet werden. Und zwar Vorhaben, neues Kampfflugzeug bis Handschuhe für Genietruppen. Und bei diesen Vorhaben gibt es immer Projektveränderungen, immer, das ist völlig normal, dass nicht jedes dieser Vorhaben läuft eins zu eins einfach schlank durch. Und meistens, wenn es Veränderungen gibt, gibt es eher Veränderungen im Sinne von Verzögerungen. Und dann gibt es auch Verzögerungen ganz normal beim Abzahlen dieser Vorhaben. Somit müssen wir sicherstellen, dass wir schlussendlich dann immer dieses Cash-Management so machen können, dass wir Ende Jahre schön und Budget sind, keine Budgetüberschreitung, aber in der Rüstung auch keine Budgetunterschreitung, weil das wurde ja gegenüber der Armee teilweise auch kritisiert. Also Nachfrage, das wussten Sie alles auch, als Sie den Plan 2018 für die Finanzierung des NKF, also von R 2030 gemacht haben, und da waren 3 bis 4 Jahre ohne Rüstungsprogramm geplant. Ursprünglich war nach dem RP 22 waren Nullrunden geplant, das ist korrekt, genau wegen diesem Phänomen, dass man dann die Verpflichtungen ordentlich abarbeiten kann. Aber schlussendlich hat dann im Februar der Ukraine-Krieg begonnen und die sicherheitspolitische Lage hat sich natürlich dramatisch verändert. Und dann wurde auch die entsprechende Rüstungsplanung natürlich aufgrund der Absicht des Parlaments auch überarbeitet. Ja, wenn ich nachfragen darf, also auch in den Jahren 20 und 21 lagen Sie ja über Ihren Planungen, die Sie im Hinblick auf R2030 abgeschlossen haben. Auch das können Sie ja nicht mit dem Ukraine-Krieg erklären. Weshalb haben Sie da entgegen Ihrer Planung eben quasi Geld freizuspielen, trotzdem höhere Rüstungsprogramme in die Wege geleitet? Entgegen Ihrer eigenen Planung?
Ja, das hing auch damit zusammen, dass man festgelegt hat, man wusste nicht genau, was mit dem im Zusammenhang mit dem NKF und der Abstimmung eigentlich passiert. Und man wollte sicherstellen, weil das wurde moniert, dazu mal bei der Abstimmung zum Fondsgesetz zum Grippen, wurde moniert, diese Kreditreste dann in den Jahren 14, 15 und 16. Also hat man gesagt, man legt vor dem Rüstungsprogramm 22 trotzdem ein größeres Rüstungsprogramm auf. Kommt alles gut mit dem Rüstungsprogramm 22, werden dann nach dem Rüstungsprogramm 22 werden entsprechende Korrekturen erfolgen, sei es durch Nullrunden oder sei es durch ganz tiefe Rüstungsprogramme. Weil eine Korrektur kann nur nach vorne erfolgen in diesem Zusammenhang. Weitere, Herr Zahler. Nicola Zahler von RSI. Es ist mir schon bewusst, dass es Unsicherheiten gegeben hat, was die erste Ebene anbelangt, bis sehr wahrscheinlich Dezember 23. Dort hat dann das Parlament gesagt, nein, bis 2035 und nicht bis 2030 auf 1% BIP. Wieso haben Sie jetzt dann noch einen Monat gewartet, bis das kommuniziert wurde? Ist das ja ein Kommunikationsproblem? Oder wieso hätten Sie das nicht auch Ende 23 sagen können, dass es zu diesem nicht Loch kommt, aber zu diesem Liquiditätsproblem? Ich verstehe die Frage nicht ganz, weil es gibt kein eigentliches Liquiditätsproblem. Das ist ein dauernder Prozess, das Verschieben von Zahlungen, dieses Liquiditätsmanagement. Es gab früher schon Jahre, wo die Verpflichtungen höher waren als die zur Verfügung stehenden Kredite. Also es ist ein ständiger Prozess. Wenn Sie die erste Stufe ansprechen, habe ich Ihnen gesagt, das haben wir kommuniziert. Das wurde auch den Kommissionen gegenüber, wurde das Liquiditätsmanagement schon letztes Jahr angesprochen. Aber wenn das durchgekommen wäre 2030, dann wäre das Problem gar nicht aufgetaucht. Ist das so? Ja, dann wäre das Problem, Liquiditätsmanagement hätte sich entschärft, selbstverständlich, ja. Pierre Nebel de la RTS. Juste pour clarifier un peu les chiffres, donc vous avez cité 800 millions transférés en 2025, 400 en 2026, 200 en 2027. Est-ce que je comprends bien qu'au total, donc, on est à 1,4 milliard qui doivent être transférés d'une année à l'autre? Et question qui vient avec, qu'est-ce que vous allez transférer? Qu'est-ce qu'on va recevoir en moins? Qu'est-ce qui va être... Enfin, vous êtes en négociation avec les producteurs, donc qu'est-ce qu'on va recevoir en retard? Wir können noch nicht sagen jetzt für das nächste Jahr, was es dann zu Verspätungen führt. Was wir sagen können, in diesem Jahr, für das Jahr 24, gibt es keine Projektverspätung oder keine verspätete Lieferung oder Teillieferung für das nächste Jahr, wissen wir das noch nicht. Wir haben jetzt begonnen, damit für das nächste Jahr diese Verhandlungen zu führen. Wir wissen es noch nicht. Peut-être juste pour vous dites, il n'y a pas de trou. Il y a quoi alors? Eine gute Frage. Also ich habe gesagt, es ist eigentlich im Rahmen des normalen Liquiditätsmanagements. Also es gibt kein Loch in diesem Sinne. Wir werden in den nächsten bis 28 werden wir vor allem die zur Verfügung stehenden finanzwirksamen Kredite brauchen, um die Verpflichtungen zu begleichen und können erst ab 28 wieder investieren. Das ist die Konsequenz daraus. Mais est-ce qu'on peut dire que j'essaie de traduire ça pour le téléjournal. Donc en termes simples. On peut dire que 1,4 milliard de francs devront être repoussés à plus tard dans le budget. Est-ce que cette expression est correcte? Ich würde sagen, ja. Wir sind aber nicht auf einmal, sondern eben in Schritten werden wir diese Verpflichtungen vor uns herschieben bis 28, bis alles beglichen ist. Es ist vielleicht wie ein Berg, den man vor sich herschiebt, der aber immer kleiner wird dann. Ja, Rigninger, Swiss Info. Ja, eine einfache Frage, braucht die Armee jetzt mehr Geld? Und eine auch einfache Frage, Sie sagen, wir werden das Heer verlieren, keine Artillerie, keine Kampfpanzer, keine Kampffähigkeit in der mechanischen Truppe. Ist das die Drohung dazu? Die Armee hat letztes Jahr mit einem Bericht der Armee vorgelegt, was ein möglicher erster Schritt wäre, um eben die Verteidigungsfähigkeit zu stärken. Wir haben diesen Schritt oder wir gehen schrittweise vor, weil der gesamte Bedarf für die gesamte Armee auszurüsten wäre irgendwo zwischen 40 und 50 Milliarden. Das, wenn man das jetzt nimmt auf die Kredite, das würde bedeuten, dass man bis 2038 oder 2039 eigentlich bis dorthin ausgeben müsste. Wenn man dann noch die Zeit nimmt für die Einführung der Systeme bei der Truppe, dann wären wir schon eigentlich Ende der 40er Jahre mit der Verteidigungsfähigkeit. Deshalb dieser erste Schritt.
Für uns ist maßgeblich dieser erste Schritt, weil der ist in sich kohärent aus ermäßigt. Also die Fähigkeiten dort drin, unterstützt von Systemen, die erbringen die Wirkung der Verteidigung. Und das lässt sich nicht mehr verkleinern, ist aber erst ein erster Schritt und da müsste ein zweiter und dritter folgen, bis dann die ganze Armee ausgerüstet ist. Das sind etwa Drittel. Bei diesem Schritt, wir sagen nicht, dass wir, also dieser Schritt, wenn ich sage, der ist unteilbar, es sind eigentlich die Finanzen, die bestimmen, wann er umgesetzt ist. Es ist neu, also wir sagen, mit mehr Finanzen kann man ihn früher umsetzen und mit weniger Finanzen kann man ihn später umsetzen. Nur eine Nachfrage. Sagen Sie damit, man muss das Heer nicht zwingend verlieren? Also relativieren Sie Ihre Aussage von vorhin? Oder? Das ist ein zweites Thema natürlich. Wir haben mit dem Bericht Zukunft der Bodentruppen im Jahr 2019 haben wir aufgezeigt, welche Systeme wann ans Lebensende kommen. Das zeigt sich jetzt schon teilweise schmerzhaft. Wir hatten den Zwischenfall mit der Antriebsachse vom M113. Das hat dazu geführt, dass alle Systeme überprüft werden müssen. Und diese Systeme sind tatsächlich alt. Die Betriebskosten steigen. Und wir haben schon immer gesagt, in den 20er Jahren werden sich gewisse Systeme, eben die M109, das ist die Artillerie, M113, werden wir außer Betrieb nehmen müssen. Da hat sich nichts daran geändert. Wenn die finanziellen Mittel, um das System zu erneuern, erst später zur Verfügung stehen, dann wird eine Lücke entstehen. Selbstverständlich prüfen wir, ob es Möglichkeiten gibt, das zu überbrücken. Aber das machen wir jetzt auch schon seit Jahren. Und ich denke, jetzt wird es wirklich schwierig. Es ist anders als früher jetzt, weil eben viele Systeme gleichzeitig jetzt tatsächlich ans Lebensende kommen. Übrigens auch keine Ersatzteile mehr verfügbar sind und auch vom ursprünglichen Hersteller nicht mehr unterstützt werden. Dort hinten. Mathieu Anderson, RTS. Est-ce que l'armée prévoit d'annuler certaines commandes qu'elle aurait faites, mais pas encore payées? Wie gesagt, das ist noch nicht entschieden. Wir haben für das Jahr 2024 haben wir das Problem gelöst, weil wir bereits im letzten Jahr sehr früh damit begonnen haben. Und wie wir ausgeführt haben, haben die Arbeiten für die Folgejahre 25, 26 etc. haben bereits begonnen. Und wir sind daran, mit der Arma Suisse anhand der einzelnen Rüstungspositionen durchzugehen und zu prüfen, wo könnte man allenfalls welche Zahlungen erneut verschieben, wo gibt es allenfalls Verzögerungen aufgrund auch von Lieferschwierigkeiten seitens der Industrie. Das entschärft natürlich das Problem auch. Und wo schlussendlich dann auch allenfalls bei Projekten je nachdem andere Optionen geprüft werden müssen, sei es eine bestimmte Tranche nicht mehr beschaffen oder was auch immer. Aber das ist jetzt erst in der Erarbeitung und das wird einige Zeit in Anspruch nehmen, bis man dort eine Klarheit hat. Weil es braucht auch Arbeiten seitens der Arma Suisse, natürlich dann mit der Industrie. Herr Meier. Herr Süssli, die Armee selbst spricht davon Liquiditätsengpässen und wir hören jetzt eben, Ultima Ratio ist Abbrechen von Beschaffungen. Ist es wirklich redlich, dass Sie sagen, es gibt diesen Liquiditätsengpass oder Lücke nicht? Intern sprechen Sie ja davon und wir hören es eben, dass Abbrüche ein Thema sind. Ist das Wording, das Sie anwenden, wirklich redlich, wenn Sie intern von Engpass sprechen? Ja. Es ist ein Liquiditätsengpass, der besteht, oder? Ja, das ist tatsächlich so. Und wir sind am Lösungen suchen, diesen zu begleichen. Ich glaube, was wichtig ist, ist im Jahr 24 jetzt, kann man sagen, besteht kein Loch, kein Finanzloch. Die Rechnungen sind bezahlt. Und für nächstes Jahr werden wir, wie es auch schon in der Vergangenheit gemacht haben, eine Lösung suchen müssen. Aber es ist tatsächlich ein Liquiditätsengpass. Ich habe das auch so genannt, ja, der besteht. Und im schlimmsten Fall kann es dazu führen, dass Projekte verschoben werden oder phasiert werden müssen oder im allerschlimmsten Fall, dass dann auch Bestellungen annulliert werden müssen. Das wissen wir im Moment aber noch nicht. Wir gehen vorne weiter und danach dann der Herr Hefliger noch. Christoph Ui, 20 Minuten. Eine etwas weniger technische Frage vielleicht. Sie waren heute über 2 Stunden in der SiK des Ständerats zusammen mit Bundesrätin Amherd. Haben Sie sich von ihr völlig unterstützt gefühlt? Selbstverständlich fühle ich mich von meiner Chefin unterstützt, ja. Herr Häfliger, ja. Sie sagen ja, im 24 gibt es keinen Liquiditäts- oder kein Problem mehr, das habe man gelöst. Jetzt, dass dieser Verdacht oder diese Information in die Welt kam, liegt ja daran, dass unsere Kollegen vom Radio dieses Papier publik gemacht haben, wo ja im Jahr 24 ein Loch von etwa 5 Milliarden
drin ist oder ein Fehlbetrag oder ein Engpass von 500 Millionen drin ist. Und das Papier stammt vom Januar, das ist relativ jung, also das ist nicht irgendwie ein Jahr alt oder so. Und weshalb ist dann in diesem internen Papier vom Januar für 24 noch ein so großer Fehlbetrag drin, wenn Sie jetzt sagen, es gibt gar keinen Fehlbetrag mehr im 24? Wie ist diese Diskrepanz zu erklären? Ich glaube, wenn wir vom selben sprechen, dann das ist diese Tabelle, die Sie ansprechen. Es gibt aber auch dieses Balkendiagramm. Die Tabelle, wenn man die ist, wie der Finanzchef Verteidigung gesagt hat, das ist die ursprüngliche Tabelle, die einmal erstellt wurde. Dann das Balkendiagramm, das zeigt tatsächlich die Diskrepanz zwischen dem, was an Verpflichtungen bestehen würde, und dann die Linie, die Finanzmittel, die vorhanden sind. Und das sind etwas mehr, es sind 700 bis 800 Millionen, die dann am Schluss aufs nächste Jahr verlagert werden müssen. Also das Diagramm zeigt eigentlich genau diese Situation, wie ich sie beschrieben habe. Herr Bühler. Können Sie ein bisschen ausführen, was Sie jetzt aufs nächste Jahr verschoben haben, ganz konkret? Ja, also man hat natürlich, man hat in erster Linie hat man die ganz großen Rüstungsvorhaben betrachtet. Da drängt sich natürlich als erstes, würde sich das Programm R 2030 auftreten. Das ist ja ein Vertrag Government to Government. Und man sucht dort mit dem US-Government sucht man entsprechende Möglichkeiten, dass man Zahlungstranchen flexibler gestalten kann. Also das kann ich als Beispiel nennen. Weitere müsste ich in den Unterlagen nachsehen. Und hat das Auswirkungen auf Lieferfristen dann? Also kommt jetzt der Flieger später oder wie sieht das aus? Nein, hat es nicht. Wie wir ausgeführt haben, sämtliche Lösungen für das Jahr 2024 führen Stand heute nicht zu Mehrkosten und führen auch nicht zu Projektverzögerungen aufgrund der Tatsache, dass allenfalls eine Zahlung nicht vollständig in diesem Jahr geleistet wird, erst im nächsten Jahr. Herr Mayer. Ich habe eine einfache und eine technische Frage. Die einfache: Wie viel spart jetzt die Armee mit der Absage von Airspirit 2040? Das haben Sie ja inzwischen berechnet. Dann die etwas kompliziertere eben bezüglich der Vergangenheit. Ich verstehe richtig, Sie haben 2021 höhere Beschaffungen gemacht als geplant, weil Sie dachten, vielleicht gibt es ein Nein zum Kampfjet. Dann hätten Sie ja nach dem Ja, warum haben Sie da nicht abgebrochen? Und die Frage des Kollegen, weshalb Sie das die Armeebotschaft 23 nicht gestoppt haben nach dem Bundesratsentscheid vom Januar, die ist auch nicht beantwortet. Mhm. Zuerst die Einsparung der Anlässe. Wir sind nicht nur diese zwei Anlässe, wir sparen auch bei vielen kleineren Anlässen. Der Entscheid eigentlich war ein strategischer Entscheid, auf diese Anlässe zu verzichten, auf die Verteidigung zu fokussieren, unsere Mittel. Wir schätzen, dass wir mit allen Anlässen insgesamt eine Summe von etwa 3,5 Millionen einsparen werden. Und Airspirit 2024? Airspirit 24 ist ein Teil davon. Airspirit 24 hatte ursprünglich, war das Ausgaben, also das cashwirksame Budget, war 400.000. Wir gehen davon aus im Moment, dass wir einen Teil, ist schon ausgegeben, es wird noch einen Teil an Verpflichtungen aus Verträgen kommen. Wir gehen aber davon aus, dass wir etwa in dieser Region landen werden auch. Also, dass Sie kein Geld sparen? Also, wenn wir sagen, wir haben einen strategischen Entscheid gefällt. Es war natürlich auch die Frage, sagen wir einzelne Anlässe ab und dann ist es Anlass für Anlass. Da haben wir gesagt, nein, es geht nicht um das. Es geht tatsächlich auf den Fokus, auf die Bereitschaft. Wir müssen uns bewusst sein, auch Airspirit 24. Das eine ist das, was finanzwirksam ist. Aber diese Anlässe verursachen auch eine Menge Nebenkosten bei der Truppe, bei Verschiebungen, bei der Luftwaffe selber. Und das ist nicht im Cash-Teil drin. Also insgesamt sparen wir viel. Cash werden wir wahrscheinlich irgendwo nicht so viel sparen. Ja. Herr Müller. Eine Nachfrage. Ist es korrekt, dass durch die Absage von Airspirit Kosten von 350.000 Franken für die Armee entstehen? Das sieht im Moment so aus. Es sind 180.000 an Rechnungen, die bereits bezahlt sind. Es sind Forderungen im Raum, die etwa 170.000 sind. Es kann sein am Schluss, dass wir irgendwo 350.000 landen. Selbstverständlich werden wir mit allen auch versuchen zu verhandeln und das zu reduzieren. Es wurden noch einige Fragen, glaube ich, nicht beantwortet. Und die Frage mit dem Rüstungsprogramm 23.
Ich glaube, dieser Prozess ist nicht so linear, wie er tönt. Der Prozess hat viele Aspekte. Das hat eine sicherheitspolitische Komponente drin, dann sicher eine politische Komponente. Es ist nicht ein Entscheid der Armee selber, sondern es ist immer auch das, der Bundesrat, der am Schluss dem Parlament das Rüstungsprogramm beantragt. Jetzt können Sie davon ausgehen, da sind eine Menge Parteien involviert und am Schluss wird dort der Entscheid getroffen. Und die Frage zu, weshalb nach der Spekulation auf ein Nein zum Kampfjet man nicht das abgebrochen hat und trotzdem auf entgegen der Planung weitergegangen ist? Gerne. Eigentlich eine schwierige Frage, weil zuerst haben wir damit gerechnet, dass es noch einmal eine Volksabstimmung geben wird, ursprünglich. Und dann im 22, als dann der Bundesrat entschieden hat, die Offerte zu unterzeichnen. Das war, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwo im Herbst 22. Aber das war ja dann, es ist ja nur noch das Rüstungsprogramm 23 nach betroffen. Und das habe ich soeben erläutert. Herr Nebel, Entschuldigung. Est-ce que je comprends bien que sur la base de cette nouvelle situation, vous allez renoncer au programme d'armement 2024-2025 demandé zéro? Auch das unterliegt diesem selben Prozess. Am Schluss eben die Armeebotschaften, das ist die Botschaft des Bundesrates an das Parlament. Und bei der Erstellung dieser Botschaften spielen eine Menge Faktoren eine Rolle, wie auch die sicherheitspolitische Beurteilung, politische Beurteilungen, finanzpolitische Beurteilungen. Das am Schluss ist das der Bundesrat, der diese Botschaft beschließt. Das ich wohl exclue pas. Eben, am Schluss ist ein Entscheid des Bundesrates, eben ein Rüstungsprogramm aufzulegen oder nicht, basierend auf sehr vielen Faktoren. Machen wir hier weiter. Ja. Raphael Rauch, Sonntagsblick. Herr Süssli, Sie haben gesagt vorhin, dass Sie die Zahl von 1,2 Milliarden Franken nicht kennen. Daher meine Frage in absoluten Zahlen, wie hoch ist das Liquiditätsproblem, das Sie haben? Seit wann kennen Sie die Zahl und seit wann kennt Frau Amherd diese Zahl? Die Zahlen sind drei Zahlen. Die Verschiebung von 24 auf 25 sind es 800 Millionen, von 25 auf 26 400 und dann auf das Folgejahr noch einmal 200 Millionen. Diese Zahlen, teilweise die Liquiditätssituation, die wurde letztes Jahr kommuniziert, aktiv, auch gegenüber den Kommissionen und selbstverständlich auch im Departement. Herr Bühler. Noch einmal, einfach damit ich Sie auch richtig verstehe, wenn man das grundsätzlich anschaut, Ihre Strategie bei der Planung, Budgetierung, Sie nehmen lieber in Kauf, dass Sie in solche Engpässe kommen, wie wir sie jetzt sehen, als dass Sie Kreditreste haben, die Sie an die Bundeskasse zurückgeben müssen. Ist das das? Die grundlegende strategische Entscheid, der zu dieser Situation geführt hat. Und dann noch die zweite Frage, welche Bedeutung messen Sie den Budgets bei? Also wenn die mal gesprochen sind, dann können Sie sie über die Jahre hinweg freihändig selber verwalten und hinausschieben oder vorziehen. Das ist dann völlig in Ihrer eigenen Macht. Nein, es ist nicht einfach nur in unserer eigenen Macht. Oder das Parlament spricht jährlich das Budget. Jährlich spricht das Parlament das Budget. Und innerhalb von diesem Budget haben wir gewisse Freiheiten, die wir auch entsprechend natürlich ausnutzen können, damit wir, ich sage, eben finanzielle Engpässe, wo auch immer, ob in der Rüstung oder im Betrieb auch entsprechend lösen können. Also das ist eigentlich ganz normal, oder? Das ist wirklich so, dass das Parlament dieses Budget jährlich eigentlich für uns spricht und darin haben wir uns zu bewegen. Und es ist so ganz bewusst, aber das ist immer so mit Verpflichtungskrediten, dass man eher höhere Verpflichtungskredite beantragt, als dass man kurzfristig oder mittelfristig die notwendigen Cashmittel zur Verfügung hat, weil jeder Verpflichtungskredit, zum Beispiel bei der Rüstung, hat noch entsprechende Risikopositionen, weil Rüstungsprogramme, die größeren, die dauern 8 bis 12 Jahre, bis sie abgearbeitet werden. Und bei den meisten Rüstungsprogrammen ist es so, oder auch beim Armeematerial der Verpflichtungskredite, dass nicht alle Verpflichtungskredite dann auch verwendet werden, weil Risikopositionen nicht
aktiv benutzt werden müssen. Und dann gehen diese Verpflichtungskredite werden dann einfach auf Null abgerechnet. Darum können wir uns auch leisten, und das muss auch so sein, dass man etwas höhere Verpflichtungen eigentlich beantragt, als vielleicht effektiv gerade im Finanzplan vorhanden ist. Und das wird dann über diese Jahre, über etliche Jahre, wird das entsprechend ausgesteuert. Und es gibt auch immer Schwankungen. Herr Eisler. Ich habe eine grundsätzliche Frage an den Chef der Armee. Was sagen Sie den Armeeangehörigen im Fall einer Verschlechterung der Lage so um 2030 herum, dass keine Artillerie, keine Panzer und faktisch kein Heer zur Verfügung steht? Kann man so Soldaten in den Einsatz schicken? Die Antwort liegt natürlich in dem, was wir letztes Jahr präsentiert haben. Wir haben aufgezeigt, aufgrund des Ukraine-Krieges, wie man die Verteidigungsfähigkeit wieder stärken kann, wie man das in einem machbaren Plan stärken kann. Und ja, das wird tatsächlich eine Herausforderung. Wir haben heute von 6 Panzerbataillonen, sind 2 vollständig ausgerüstet. Von 4 Artillerieabteilungen ist es eine für die Verteidigung und von 17 Infanteriebataillonen sind es 6. Und man kann sich tatsächlich vorstellen, was passiert bei einer Mobilmachung, wenn es dann nicht für alle Material hat. Donc une question sur deux montants du programme R 2030. Il y avait 630 millions, 630 millionen dépensés pour des taxes au gouvernement américain pour l'avion F-35 et 220 millions pour le système Patriot. Est-ce que ces deux montants ont déjà été dépensés ces dernières années? Et du coup, est-ce que ça n'expliquerait pas aussi ces problèmes qui concernent 1,4 milliard? Also. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, also wir haben bis jetzt aufgrund der Zahlungsvereinbarungen mit der US-Regierung haben wir die ersten Zahlungsmeilensteine ordentlich finanziert, also die Zahlungsmeilensteine für das Jahr 2023 und das Initial Deposit vom Jahr 2022. Ich kann Ihnen jetzt nicht genau sagen, wie hoch dieser Betrag ist und in welchem Zusammenhang das quasi auch mit den Steuern stehen würde. Mais est-ce que ces montants ont été dépensés en entier? Diese zwei Beträge, diese beiden, 630 und 200. 630 für die F-35 und 200 für das Patriot. Wurden sie komplett ausgegeben? Also diese Zahlen kann ich hier nicht bestätigen. So, das ist nach meiner Meinung nicht richtig. Wir haben noch nicht so viel für das Programm R 2030 finanziert. Das müsste ich nachschauen. Herr Rauch. Herr Süssel, ich habe eine Sache nicht verstanden. Wenn Sie letztes Jahr aktiv kommuniziert haben an alle wichtigen Gremien, warum jetzt dieses Drama? Und zweitens, wäre Herr Hess im Dezember an der entscheidenden Sitzung dabei gewesen, hätten Sie dann auch irgendwie jetzt ein Cash-Problem oder nicht? Wenn Sie mich fragen aus Sicht der Armee, Sie spüren das, für uns ist es kein Drama. Das erste ist ein politischer Entscheid. Das zweite ist Liquiditätsmanagement, das tatsächlich schwierig ist im Moment, aber wir lösen können. Und zur Frage der Abstimmung im Parlament, da muss ich jetzt auch sagen, die Armee steht unter dem Primat der Politik und es steht mir nicht an, das zu beurteilen. So, wir machen noch zwei letzte Fragen, denke ich. Wir machen noch die vier. Ha? Die vier, also genau. Gut. Herr Mayer, beginne bei Ihnen. Noch zu den Anlässen, Herr Süssli. Die Finanzlage, die war ja letztes Jahr bereits genauso bekannt und auch die Aussichten, eben die politischen. Weshalb haben Sie diese 4 Millionen für Connected dann nicht auf die verzichtet und auch diesen Anlass, der Ihnen ja sehr wichtig war, gestoppt? Ja, ich habe vorhin erwähnt, oder diese drei Stufen haben eigentlich wenig miteinander zu tun oder gar nichts. Der Funktionsaufwand der Armee ist ja nicht betroffen davon, das Funktionsbudget, und wird sowieso immer im Vorausjahr festgelegt. Letztes Jahr Connected, tatsächlich haben wir gesagt, ich habe Ihnen eingangs gesagt, wir haben alle 5 bis 8 Jahre eine Großveranstaltung durchgeführt, einen Großanlass. Das war wieder einmal zeit- und fällig. Und auch dort, wenn man dann eine gewisse, bei so einer großen Veranstaltung, gibt es eine Menge Verpflichtungen, die man eingeht. Und der Punkt des Abbruchs, wenn man es zu nahe am Event abbricht, dann entstehen die Kosten trotzdem.
Die Frage jetzt eher ist, wenn man in die Zukunft schaut, sagen wir, nein, jetzt haben wir eine andere Budget- und Finanzsituation, es reicht nicht mehr. Und zu dem, was ich gesagt habe, da ist wichtig, dass wir unsere Mittel für die Einsätze der Armee, für die Bereitschaft bereithalten. Herr Scheiber. Herr Süssli, wenn Sie sagen, das sei kein Drama, denken Sie nicht darüber nach, klarer zu kommunizieren mit den Gremien, mit dem VBS, mit der Bevölkerung? Die Armee hat jederzeit transparent kommuniziert. Wir haben die Situation bezüglich dieser ersten Stufe haben wir im März dargelegt. Sie steht hier drin, auf Seite 49 unten ist sie dargelegt. Die Liquiditätssituation der Armee, das ist nicht, dass das nur die Armee kennt. Man muss sich vorstellen, wir sind eine Bundesverwaltung mit einer Finanzverwaltung, mit vielen Partnern. Es gibt im Departement gibt es Finanzspezialisten. Das ist zwar kein Geheimnis, das ist bekannt, dass wir das Liquiditätsmanagement jedes Jahr machen. Das ist ein standardisierter Prozess, das ist nichts zu kommunizieren oder was neu ist. Herr Böglin. Question très simple. Est-ce que vous reconnaissez avoir commis une erreur? Es sind keine Fehler passiert. Wenn ich auf die drei Stufen gehe, bei der ersten Stufe, das ist Sache der Politik. Die zweite Stufe, Liquiditätsmanagement, ich bin davon überzeugt, dass unsere Spezialisten, Armaswiss, Finanzen, dass die das gemacht haben, was nötig ist im Moment. Und auf der dritten Stufe, die Armeeführung hat einen Entscheid gefällt. Dieser Entscheid, der kann gefallen oder nicht gefallen, aber er führt dazu, dass wir das Budget einhalten können. Und Swissinfo. Ja, welche Rüstungsprogramme wird es noch geben bis 2028? Das wird die Zukunft zeigen. Wir werden als nächstes wird das Parlament oder der Bundesrat wird die fähigkeitsbasierte Armeebotschaft, die Armeebotschaft 24, verabschieden, dem Parlament überweisen. Dort drin ist eine 12-Jahres-Planung aufgezeigt, die sich sehr stark auch an diesem ersten Schritt orientiert. Und dann wird es an Bundesrat und Parlament sein, die zukünftigen Rüstungsprogramme zu entscheiden. Gut, herzlichen Dank. Wie gesagt, Herr Gorgomland-Süssli steht Ihnen jetzt hier noch für Interviews zur Verfügung. Herr Gerhard Jakob muss leider weiter. Ich danke Ihnen vielmals.